Hallo und herzlich willkommen bei der Redaktion Holtex. Ich bin der Professor und ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Hier zu einer neuen Folge. Wir bauen unsere Burg weiter und ich lege direkt mal los. Wir reden heute ein bisschen über neue Projekte, ein bisschen über die Burg und auch noch ja, über Minecraft im Allgemeinen. Jetzt erstmal zu der Burg. Die Burg, die muss hier weitergebaut werden. Wir haben in der letzten Folge das ja angefangen hier mit dieser Kante hier. Und jetzt machen wir es gleich auf dieser Seite und versuchen hier das irgendwie zu verbinden. Der Turm wird vielleicht noch ganz anders. Müssen wir mal schauen. Wie auch immer. So, wir bauen auf jeden Fall mal weiter hier. Wo kommt der denn eigentlich an hier? Das muss ja nicht ganz gerade sein. Das kann ja ruhig ein bisschen schief sein. Aber das passt doch schon mal ganz gut. Also so ist das jetzt zumindest schon mal verbunden. Und dann endet hier die Halle. Und hier geht's rüber. Das heißt, ja, hier muss ein Durchgang hin. Und dann haben wir hier hinten noch so einen Gartenbereich, würde ich sagen. Oder wie auch immer. Vielleicht kommt hier auch noch ein Haus hin. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, das bauen wir jetzt erstmal so. Und das fülle ich jetzt einfach mal auf. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm, aber ich habe manchmal so ein Flimmern drin, weil ich V-Sync aus habe. Das liegt daran, weil das irgendwie nicht richtig funktioniert bei mir. Ich habe wieder ein bisschen an der Grafik rumgetestet für ein neues Projekt auch. Und da habe ich die Grafik nochmal um einiges verbessert. Jetzt ist das aber so, dass V-Sync nicht funktioniert. Und eigentlich nehme ich genau mit 60 Frames pro Sekunde gerade auf. Aber irgendwie ist das nicht ganz synchronisiert mit dem Bildschirm, habe ich so das Gefühl, weil manchmal ist dieses Flimmern da. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man das Flimmern wegbekommt, vielleicht seht ihr das auch gar nicht, weil ich das ja auf 30 Frames für YouTube runterrendere. Aber dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, weil normalerweise benutze ich halt V-Sync, weil eigentlich die Grafikkarte stark genug ist für die 60 Bilder pro Sekunde. Und dann hat man wenigstens, dann werden keine überschüssigen Bilder produziert. Bei Minecraft haben wir nämlich das Problem, dass ich die Grafik nicht durch Nvidia selber einstellen kann. Bei anderen Spielen habe ich bei Nvidia das so eingestellt, dass V-Sync zwar aus ist, das heißt die Bilder, die zusätzlichen Bilder, die entstehen trotzdem. Also es werden mehr als 60 Bilder pro Sekunde erstellt, aber die überschüssigen werden einfach entfernt, die werden nicht angezeigt, sodass das, dass man keinen Leistungsverlust hat, aber gleichzeitig auch noch diese Monitorgeschwindigkeit oder die Herzzahl des Monitors angepasst hat. Ja, also wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ja, Thema neue Projekte. Also, ich hatte das jetzt ja schon angesprochen, ich habe ein bisschen was an der Grafik getan. Ihr seht schon hier die ganzen, ja, die Bäume, die haben zum Beispiel solche komischen Blätter und so. Außerdem habe ich noch, wenn ich das mal hier anmache, Musik und Geräusche. Habe ich noch Umgebungsgeräusche. Das heißt, wenn man hier im Wald ist, dann hört man Vogelgezwitscher. Je nachdem, wo man sich befindet, sind dann unterschiedliche Geräusche. Das ist eigentlich auch ganz schön. Das mache ich jetzt aber mal wieder aus. Obwohl das eigentlich ganz entspannt ist, oder? Naja. Genau, und das liegt primär daran, dass ich im Moment so ein kleines Projekt vorbereite. Das soll eine, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, was das werden soll. Was soll so ein Kurzprojekt werden, was komplett vorproduziert wird, wo dann wahrscheinlich ein paar Folgen am Stück kommen werden oder jeden Tag eine Folge und das irgendwie für eine Woche oder muss man mal schauen, je nachdem wie viele Folgen das werden. Aber das ist einfach so eine kleine Idee, die ich hatte und ich weiß noch nicht, ob sich das umsetzen lässt, aber ich bin da sehr guter Dinge.
Ich kann euch nicht versprechen, wann das kommt, weil das, ich möchte das schon perfektionieren, aber einfach mal, dass es eine kleine Abwechslung hier auf unserem YouTube-Kanal gibt. Das ist, denke ich mal, richtig cool. Und ihr könnt euch ja überraschen lassen und wenn es das, wenn das dann rauskommt, dann gebt ruhig Feedback und ja, mal sehen. Aber das wird bestimmt noch ein paar Wochen dauern, bis ich damit durch bin. Ich habe jetzt, wie gesagt, erst angefangen und man muss noch viel vorbereiten dafür. Also es ist nicht so wie hier, einfach Kamera an und drauf losbauen. Aber das wird auf jeden Fall cool und dazu brauche ich halt auch die verbesserte Grafik. Und ich werde auch das Default Texture Pack da sogar benutzen, aber dann mit dem Shader natürlich, mit diesen Verbesserungen, mit dem Sound Pack, einfach um eine bessere Atmosphäre zu schaffen und das wird, glaube ich, schon ganz cool. Ja, das habe ich so in nächster Zeit mit unserem YouTube-Kanal vor und jetzt möchten wir noch mal ein bisschen hier über das Thema Minecraft reden. Irgendeiner, ich weiß immer nicht, wer genau das war, weil ich mir das nicht aufschreibe oder so, aber ich lese ja die Kommentare immer und irgendwer hat geschrieben, ich soll mal drüber sprechen, ob YouTube nicht, ob Minecraft nicht, ja, was für Kinder ist, was für Erwachsene ist vielleicht ein Spiel oder ja, wie wir dazu stehen, was die Bekannten von mir dazu sagen, dass ich Minecraft spiele. Und da möchte ich ganz klar antworten. Ich glaube, Minecraft ist ein Spiel für jedes Alter. Ich glaube, hier gibt es keinen großen Altersunterschied. Es macht, glaube ich, jedem Spaß, der ein bisschen ein Fable für Kreatives hat. Und ja, also ich glaube, es gibt da keine Altersbeschränkung oder so. Meine Bekannten, meine Freunde, die spielen das auch. Und die sind auch schon etwas älter. Deswegen glaube ich nicht, dass es da irgendwie ja so eine Grenze gibt, bis wann man nicht mehr spielen darf. Es gibt auch viele, die hier auf dem Server spielen mit ihren Eltern oder Eltern mit ihren Kindern. Gerade wenn die Kinder noch etwas jünger sind, kann man sie so sehr gut an das Thema Computer ranführen. Und gleichzeitig kann man selber auch mitmachen. Ich finde, das ist ein super Spiel auch für wirklich für Eltern, die sagen, okay, es gibt dieses Medium Computerspiele, PlayStation, wie auch immer. Und ich möchte mein Kind auch den Zugang dazu gewähren, aber ich möchte selber vielleicht noch ein bisschen ein Auge drauf haben. Ich weiß, damals meine Eltern, die hatten natürlich null Ahnung von Computer und ich konnte da machen, was ich will, war auf mich allein gestellt oder so, weil niemand wirklich Ahnung hatte davon. Das war auch noch eine andere Zeit, da hatten wir gerade erst Internet bekommen in meiner Jugend und da war das natürlich alles noch Neuland. Und das hat sich jetzt ja zum Glück ein bisschen geändert. Zumindest, Internet ist in Deutschland wohl immer noch ein Neuland, wenn ich so an meine Internetverbindung gucke, aber so im Grunde hat sich das schon so verbessert und die Eltern, die ja, oder diejenigen, die jetzt in dem Alter sind, Eltern zu werden, die haben in der Regel auch Computererfahrung. Und ich finde, die können mit so einem Spiel Minecraft ganz gut die Kinder an das Thema Computer ranbringen. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches oder so. Minecraft ist ein super Spiel für jedes Alter und da kann man mitmachen. Da kann man als Elternteil selber auch quasi die Blöcke in die Hand nehmen und ein bisschen drauf losbauen. Und ich finde, das ist besonders interessant. So. Jetzt probiere ich das mal aus zu texturieren. Ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Was war das denn? 35? Ich mache einfach 35. Dann wird alles Wolle platziert. Dann machen wir wieder unsere Standardtextur erstmal. Das wären 1 Doppelpunkt 3, 1 Doppelpunkt 4. Das ist unsere Standardtextur.
Wie gesagt, die Verzierungen kommen später und die Verbesserung, das soll jetzt erstmal, also ich möchte die Burg erstmal im Ganzen fertig planen. Und ich glaube, das sieht schon ganz gut aus, wenn man sich das mal von oben anguckt, so ein bisschen. Also hier als Abschluss eine sehr große Freifläche. Hier ist die große Halle. Innenhof mit hier vielleicht irgendwelchen unteren Eingängen oder vielleicht kann hier auch eine Kutsche parken. Dann kommt man so raus und das ist die Vorburg. Die Vorburg haben wir noch gar nicht gebaut. Da müssen wir uns auch nochmal dran setzen. Und die große Halle muss auch nochmal endlich fertig gebaut werden. So. Okay. Das hat hier noch gefehlt. Ja, ne? Ich glaube, das kann man so machen. So. Na, ich weiß auch nicht. Na, das passt doch auch nicht, oder? So. Also ich weiß, ich bin noch nicht zufrieden mit dem Turm. Ich hatte mir eigentlich überlegt, so einen Turm zu machen, der relativ flach ist. Also wir haben hier irgendwie die Brüstung und dann geht es irgendwie ein Stockwerk höher auf den Turm. Der soll nicht wirklich höher sein als das andere. Aber dann soll hier quasi noch ein kleiner eckiger Turmaufgang sein oder sowas. Das habe ich mir eigentlich überlegt. Das soll so ein bisschen aussehen wie, ja, ich weiß auch nicht, so eine etwas südlichere Burg. Südeuropa, vielleicht so spanisch, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. So, in der nächsten Folge müssen wir dann mal gucken, was wir weitermachen. Ob ich hier die Halle endlich mal fertig mache, das ist eigentlich auch mal ganz wichtig. Oder ob ich mich hier an die Vorburg traue, denn hier muss einiges geändert werden, so wie das vorgeplant war. Hier, das kann ich schon mal wegmachen. So wird das nichts. So. Hier diesen Durchgang muss ich auch noch bauen, ne? Es gibt noch viel zu machen, aber im Prinzip muss hier ein Weg runterführen, der führt dann hier dran vorbei. Hier habe ich den Eingang der großen Halle. Und dann muss er hier irgendwie runterführen, da raus. Und dann müssen hier noch, hier müssen noch solche Häuser entstehen. Hier kommt noch ein Turm dann wieder hin. Also hier entsteht quasi ein schräges Haus zwischen diesem Turm und hier kommt noch ein Turm. Ja, und dann müssen wir mal sehen, wie es weitergeht mit der Burg. Die letzten beiden Folgen haben wir zwar nicht viel geschafft, aber im Prinzip haben wir jetzt den groben Umriss der Burg festgelegt mit diesem Turm. Und das ist doch schon mal ganz toll. Bald ist auch wieder der Bullige dabei, da reden wir nochmal über das Thema Oldtimer, Teil 2. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!